Willkommen zurück, meine Lieben, hier bei der Open TTD Mega Staffel. Ich unpausiere das Spiel. Und ja, wir haben jetzt hier Petrochemicals. Die müssen hier rüber. Das heißt, wir werden weitere Gleise bauen. Wir werden weitere Gleise bauen. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das am besten? Vielleicht habe ich den schon zu weit gemacht. Vielleicht sollten wir den hier durchbringen. Und hier eine Brücke machen. Nicht zu lange. Das reicht. So. Dann hätte ich ganz gerne hier ein anderes Signal. Und zwar eines von denen. Das passt. Oh. Und das sieht eigentlich soweit auch ganz gut aus. Was wir auch machen können, ist jetzt hier eine Zufahrt. Wir brauchen hier dann noch ein Lichtsignal. Das Problem ist, wenn der Zug sich hier staut, dann haben alle ein bisschen ein Problem. Von dem her wäre es vielleicht schlau, wenn wir hier so ein bisschen ein... Ja, es ist so eine kleine Abkürzung haben. Falls sich jetzt hier einer staut und hier stehen bleibt, können die anderen hier draußen rumfahren. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Und viel mehr müssen wir dann da eigentlich auch nicht machen. Das heißt, wir können uns jetzt dem hier zuwenden. Ich denke, wir machen hier... was ist das eigentlich? Explosives und Fertilizer. Eigentlich würde es mehr Sinn machen, dass man Fertilizer für die Farms braucht, anstatt Engineering Supplies. Aber hey, es ist, wie es ist. Ja, Shuttlebusse. Wir müssen mal eine Episode machen, wo wir wieder an dem alten Zeug werkeln. Aber für den Moment muss es reichen. Was nehmen wir denn? Pumpstation? Warum nicht? Ammoniaplant im Weg wird? Hä? Was ist... Wo ist das bitte schon im Weg? Dann mach es so. Meldstart Ammoniaplant. Wäre das? Ammonia... Plant. Okay, so. Dann ist jetzt hier die Frage. Ich denke mal, wir gehen hier rum. Müsste passen. Einigermaßen. Das sieht jetzt nicht so schön aus, aber was soll's. So. Du gehst da rein. Ich denke, wir fügen das hier noch ein bisschen zusammen. Wie wir das immer tun, obwohl es momentan relativ irrelevant ist. Oh. Das war gar nichts. Da habe ich mich auch wieder verklickt. Okay. Gute Sache. So,
dann. Was ist das eigentlich? Du bräuchtest auch Petrochemicals und Timber. Du wirst Engineering Supplies und Building Materials herstellen. Braucht kein Mensch momentan. Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Ich denke, das passt. Sieht zwar jetzt auch wieder ein bisschen unschön aus, aber was soll's. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir werden hier das Ding runterreißen. Und dann hätte ich ganz gerne irgendwie eine Brücke. Mach das vielleicht. Mach das vielleicht so. Und dann wäre. Warte mal. Machen wir das lieber so. Dann hätte ich ganz gerne da zwei solche Signale. Dann müsste das da mal sein. Signalisation ist wichtig. So. Das wäre das. Sieht gut aus. Okay. Dann der da. Und die vier. Dann ein Depot da. Sagen wir machen eins da. Eines hier. Und ja, ich denke, der Rest ist soweit okay. So, hier staut sich jetzt natürlich viel von dem Petrochemical-Zeug. Da ist vielleicht nicht der beste Ort für das Depot. Wenn, dann doch lieber irgendwie auf der rechten Seite. So, neuer Zug. Wir brauchen Petrochemicals. 112, 104. Also, wir haben hier 112 km/h. Und das ist, wir nehmen diese hier. Wir brauchen eine Lok mit 112. Du siehst gut aus. So, Petrochemicals. Direkt auf 7. Fantastisch. Zug umrüsten. Hierhin. Und dahin. Go. Neue Gruppe für Petrochemicals. Und das hier wäre dann eine Bergminenhub nach Mehlstadt Ammonia Plant. UZ-175, die sind okay, werden wir die ersetzen? Das sind die Herzdorf-Stadtbusse. Okay, gut. Ich hätte jetzt gedacht, das wären die anderen, aber passt so für mich. Der hätte 90. Ja, komm. Nimm den. Dann können wir die Goods auch direkt ersetzen. Wenn wir schon dabei sind. Und die Shuttlebusse auch. So, Zug hier zu den Petrochemicals. Ich glaube, hier hatten wir als Primärfarbe Orange und Weiß als Support.
ein bisschen doof, weil die jetzt halt auch gelb sind. Aber man sieht es zumindest an den Tankwaggons. Von dem her ist es, glaube ich, okay. So einen zweiten brauchen wir auf jeden Fall. Alles andere schauen wir dann mal. Was seid ihr für welche? Okay, ihr werdet bereits ersetzt. Emsdorf sind noch gut. Neuharnmünze haben wir, glaube ich, erst gerade ersetzt. Salzwaldstadtbusse sind auch okay. Was haben wir hier? Den Leyland Olympian. Okay, gut. Lassen wir erstmal. Und die scheinen hier ganz gut klar zu kommen. ...48% befördern, nur irgendwie die Bewertung hier ist nicht so gut. Das ist Danneberg. Lass uns hier mal, haben wir hier eine Statue bereits? Nein? Okay, gut. Dann haben wir jetzt eine Fahrberg-Statue. Und Kohlenbrück. Die Stadt ist gar nicht so klein. Und Nordstadt können wir auch noch direkt eine machen. Okay, der steckt da jetzt fest, weil der feststeckt, weil der feststeckt, weil der feststeckt, weil was ist hier los? Was ist hier genau das Problem? Warum hat er nicht... Warum geht ihr hier rüber? Oh, der will ins Depot, das ist schlecht. Der will ins Depot. Oh, der kann hier wieder zurückfahren. Oh, das ist schlecht. Jetzt geht er in das Depot rein? Bitte was? Warum gehen alle ins Depot? Du gehst jetzt aber nicht auch ins Depot, oder? Meine Güte. Okay, ich glaube, das müsste... Boah, wir... Wie sie jetzt alle hier ins Depot gehen. Okay, was soll's? Stadion-Shuttle wird alt. Ja, die sind wir auch schon am ersetzen. Zu viele Züge gerade. Warum gehen alle in dieses Rotzdepot? Meine Güte. Das ist halt eigentlich auch eher doof. Weil jetzt steht er hier. Eigentlich hätte ich ganz gerne ein Signal da. Vielleicht hätten wir das Depot auch... auf der Seite machen sollen, wobei dann haben die hier, ne? Haben die hier vielleicht ein Problem. Wird schon irgendwie passen. Ach ne, du gehst jetzt in dieses Depot. Ach, shit. Ah, die Depots. Leute, ihr macht mich fertig. Jetzt haben wir hier den... Der ist komplett, der muss jetzt komplett einmal... Ach, damn it. Der muss hier komplett einmal in der Scheiße durchfahren. Dummerweise. Der hat eine gute Beschleunigung. Aber er ist auch leer.
findet kein Vorankommen. Was? Warum nicht? Unterwegs nach Danneberg Hub. Du bist doch auf direktem Weg dahin. Was ist das Problem? Du hast doch hier... Ist doch alles okay. Lädst jetzt die Sugar Beats. Und dann passt das. Warum ist hier Soja schon wieder... Okay, da kommt direkt einer. Brauchen wir nochmal ein Soja? Brauchen wir dann nochmal einen Soja-Traum? Vielleicht. Ach, guck mal, jetzt liegen hier Früchte rum. Nice. So, der lädt sich. Da kommt schon der nächste. Ja, die kommen jetzt natürlich alle auf einmal, weil... So, und du... Müsstest jetzt hier geradeaus weitergehen, oder? Wo ist der nächste? Ich glaube, wir haben einen Sojatraum zu wenig. Na, komm, machen wir noch ein zusätzliches. Und das müsste jetzt aber genügend sein. So, ich hoffe, in Zukunft werden sie nicht mehr dieses Depot da aufsuchen. Ansonsten, ja, ist ein bisschen doof. Und hier müssten wir eigentlich auch alle 3 Monate was anliefern an Petrochemicals. Ich weiß nicht, ob die, ob 2 dafür ausreichen. Wie schaut es eigentlich aus? Hier bräuchten wir noch einen, ja, wir brauchen sowieso noch einen dritten, von dem her passt schon. Könnte jetzt auch daran liegen, dass der eine, ein bisschen in der Scheiße rumgefahren ist. Aber wir machen einfach einen dritten, das passt schon. 90k. Ups, 90k. Sehr schön. Dann können wir ja mal hier die Biomasse nehmen und hier rüberbringen. Bin mir noch nicht sicher, wie wir das am besten anstellen. Also wir müssten hier irgendwie LKW-Hub haben. Ich sollte vielleicht zuerst mal den LKW-Hub bauen. Ich glaube, das ist besser. Oh, das war die falsche Ausrichtung. So, machen wir 2 Stück. Oh, die sind nicht mal connected hier. Spielt das eine Rolle? Man weiß es nicht. Ich lasse es jetzt mal so. Für den Moment. So, dann brauchen wir hier was. Ich glaube, wir haben 5, oder? Oh. Die Station müssen wir verbinden. Nord. Was? Nein. Sugar Company. Was soll ist das für ein Name? Sugar Refinery. Mehlstart. Sugar Refinery. Wie nennen wir das? Auflade? Nein, das hört sich irgendwie, das hört sich komisch an. Nehmen wir es einfach Transfer. Warum nicht? Spielt nicht so eine Rolle. Okay. Hauptsache ist, es ist einigermaßen klar, um was es geht. Soll ich den... Ich glaube, ich werde den Teich einfach aufschütten.
weil der ein bisschen... Oh, das war ein bisschen viel. Der stört ein bisschen. So, das wäre mal das. Was ist hier los? Okay, das sind jetzt die Salzwaldbusse, die auch alt werden. Okay, alles klar. Passt. Die runde Busse. Das erhöht jetzt natürlich auch unsere Kapazitäten. Was fantastisch ist. In Ordnung. Hätten wir das? So. Dann... Darüber. Und hier rein. Also. Du gehst in die Richtung. Das hier zurück. Und dann sieht doch das schon gar nicht so schlecht aus. Hier kann man auch mal nochmal ein Depot hinmachen. In Ordnung. Also, hier fangen wir an. Was genau? Biomasse. Biomasse. Was haben wir? Warum jetzt wahrscheinlich eher nicht so groß? Also, Volvo FM9 ist wahrscheinlich ein bisschen ein Overkill. Wir sollten vielleicht irgendwie... Nehmen wir den Man TGS, der 32 Tonnen. Komm, das sollte reichen, denke ich mal. Biomasse. Gehe ich hier hin, dahin und umladen. Go. Neue Gruppe. Biomasse. Und das wäre Mehlstadt Sugar Refinery Transfer. So, jetzt gucken wir mal, was das für eine... Okay, da wurde noch nichts gebracht. Was sind das für welche? Okay, die werden bereits ersetzt. Keine Produktion momentan. Fies. Naja, da muss... Was ist mit dir? Warum... Ach, du bist leer. Okay, ich dachte, der hätte... Es sieht so aus, als hätte er was drin, aber das ist anscheinend eine Täuschung. Das ist nicht der Fall. 400.000, okay, das geht. Kommt bereits der Nächste. Ach, sonst generell scheint das zu passen. Bisschen undoof, unglücklich, dass die rechts weg müssen, auf der linken Seite reinkommen und die links weg müssen, auf der rechten Seite rein, aber naja. Was willst du tun? Es ist, wie es ist. So, haben wir jetzt hier was? Ein bisschen. Was ist das? Grün, bräunlich wieder mal? Oder wir machen einfach komplett braun. Warum hast du Biomasse? Haben wir hier nicht... nein, das ist falsch. Nimm das raus. Ware zu da, da und hier machst du umladen. So. Okay, dann kopier das Ding und go. Ja, die werden alle ersetzt. Und dann müsste das eigentlich okay sein. Wir werden mal sehen, ob wir hier vielleicht irgendwie die Produktion noch ein bisschen erhöhen können, weil momentan ist das... Doch ziemlich wenig. Was ist, wo ist Mehlstadt? Da. Haben wir hier eine Statue? Nein. Dann haben wir jetzt eine. Das erhöht zumindest das Rating ein bisschen.
Freudmünster, Herzdorf. Was haben wir hier noch? Auch noch den Roundmaster. In Ordnung. Irgendwelche Staus? Nicht wirklich. Das sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Getreide, haben wir hier irgendwas? Ja, ich denke, das passt ebenfalls einigermaßen. Warum haben wir hier eigentlich so einen riesen Flughafen gebaut? Das ist doch... Ach so, weil wir tendenziell diese Farm auch noch beliefern wollen würden. Ich glaube, die ist auch noch im Einzugsgebiet. Aber glücklicherweise kriegt immer der zuerst sein Zeug ab. Freudmünster, Herzdorf. Ich glaube, die haben wir alle gerade ersetzt. So, wie schaut's aus? Gut, die Produktion ist halt sehr, sehr niedrig. Aber naja, ich denke, hier werden wir dann eher einen kleineren Zug haben. Ich denke, hier werden wir eher einen kleineren Zug haben. Jetzt müssen wir gerade mal kurz gucken, wie wir das hier am besten machen. Idealerweise. Also erstmal hier das Signal weg. Das Problem ist, der wird sich hier rückstauen. Das ist etwas, was ich lieber nicht hätte. Aber ich glaube, das lässt sich nicht verhindern. So, und hier werden wir ebenfalls ein Signal haben. Brauchen wir ein Depot? Ich denke nicht. Das wäre dann Biomasse. Wo haben wir das Zeug? Ganz oben, ne? Unter B vielleicht. Das ist 128. Ich denke, wir bleiben bei den MEA Opens. 128 km/h. Nein. Nicht Kosten. Betriebskosten. Okay, was nehmen wir denn da? Die hier wäre relativ günstig. Ist aber zu langsam. Wir könnten die hier nehmen. Für 29. Weil das muss hier kein großer Zug sein. Ich denke, wir machen den auf 4. Ändere auf Biomasse. Hierhin und dahin und go. So, Züge. Biomasse. Das ist Mehl statt Sugar Refinery bis Mehl statt Ammonia Plant. So, das Biomasse hatten wir auf Braun. Weil ich will tendenziell lieber einen zweiten Zug haben. Als einen richtig langen, weil ich... Der müsste ja alle 3 Monate... Wir müssen mal gucken, wie lange der braucht für einen Hin- und Zurückweg. Wo ist er überhaupt? Oh, Moment mal. Fehlt hier was? Generell fehlen hier Lichtsignale. Oh, da habe ich, glaube ich, einen Mist gebaut. Passt das? Nee, da wurde nichts gemacht.
Da ist eines. Da ist eines. Das hier ist einfach falsch. Okay, wo ist der Zug hin? Das ist er. Das Problem ist, er kann jetzt hier nirgendwo umkehren. Der wird jetzt wahrscheinlich hier reinfahren in den Bahnhof, aber wir müssen das kurz im Auge behalten. Ist etwas unschön. Was ist mit dir los? Warum ist deine Geschwindigkeit so niedrig? Ist die Lok echt zu lahmarschig? Okay, wir müssen die Lok austauschen. Die ist zu schlecht. Ich lasse ihn erstmal wieder auf die richtige Spur kommen. Der ist... Ah, Mist, jetzt geht der da rein. Ach nö, Leute, geht doch nicht ins falsche Depot, ihr Noobs, ey. Ah, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Warum geht er in dieses Depot rein? Vielleicht sollten wir hier ein Depot reinmachen und auf der anderen Seite auch. Weil sonst wird das immer wieder passieren. So, und du wirst am besten ins nächste Depot mal gehen. Ich muss die Lok austauschen. Weil der wird jetzt hier... Der kommt sogar hoch. Warum ist... Maximalgeschwindigkeit 128 km/h. Warum hast du nur 447? Ich dachte, du warst auf 1000. Ach, du grüne Neune. Was haben wir da gemacht? Oh. Elsterdorf, Gera. Ersetzt mal die Route Master. So, komm ab ins Depot mit dir. Können die hinteren endlich in Ruhe fahren. Das ist ja grauenhaft. Und die hier müssen wir auch ersetzen. Scania 3 Series ist mittlerweile auch schon alt. 68%. Ich denke, wir schwenken auf den Volvo FM9 um. So. Dann, du musst weg. Wir brauchen eine bessere Lok, unglücklicherweise. Ich dachte, wir hätten die hier. Das ist eine Diesel, ist zu langsam. Ich habe das Gefühl, das Ding ist auch zu schlecht. Komm, wir nehmen... nehmen wir die... Probier's mal mit dir. Passt. Weiter geht's. So, ich hoffe, das passt. Ansonsten müssen wir nochmal schauen. Du hast 1150 Kilowatt. Ich glaube, da war irgendwie ein Fehler drin. Oder ich habe irgendwie eine falsche. Aber der braucht aber auch lange, um anzufahren schon. Das ist ein bisschen eklig. Ich denke, wir hätten doch vielleicht eine schnellere Lok nehmen sollen. Noch eine stärkere. Ja, geh nochmal ins Depot. Das stört mich. Die haben wir bereits ersetzt. Oder die sind bereits am Ersetzen. Okay, dann... kein Zug kopieren. Dann nehmen wir irgendeine mit 2000 Kilowatt. So ein Ding zum Beispiel.
Ja. Go. So, du dürftest jetzt keine Probleme mehr haben. Der Geschwindigkeit. Ja, geht schon wesentlich schneller hoch. So, und jetzt will ich gucken, ob der Rückweg auch funktioniert. Beziehungsweise, ob er jetzt endlich schnallt, dass er hier rein muss. Oder ob er das nicht tut. Müsste er eigentlich. Hast du Gewinn gemacht? Ride Boost New Route Master. Warum nicht? Ein bisschen was. Und ich will auch den Fahrplan ansehen. Okay, ich denke, wir machen hier noch ein Signal hin. Warum gehst du in das Ding da rein? Ah, das ist übel. Das ist richtig, richtig übel. Warum schnallt er das nicht? Dass das die falsche Route ist. Ich meine, ja, ich habe den Bahnhof hier ein bisschen versaut. Vielleicht sollten wir diesen Bahnhof umbauen. Vielleicht sollten wir diesen Bahnhof einfach umbauen. Wäre nicht schlecht. Okay. Machen wir das mal so. Und ja, wirklich viel besser läuft das, sieht das jetzt hier nicht aus. Ich müsste das Wasser etwas erweitern. Aber naja. Räum das erstmal wieder weg. So, wir machen das ein bisschen um den Dreh rum. Und nein, falsches Lichtsignal. Das hier hätte ich ganz gerne. Ich denke, jetzt müsste das eigentlich passen. Jetzt müssten die hier vernünftig durchkommen. Außer ich habe irgendwo... Vielleicht habe ich irgendwo ein falsches Signal aufgestellt. Das ist auf der Seite super schwierig zu sehen. Müsste aber okay sein, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht noch... Oh, vielleicht wegen den Depots. Vielleicht ist er deswegen dann durchgegangen. Vielleicht machen wir das so. Ja. Euch tauschen wir auch direkt aus. Route Master weg. Was hatten wir? Den hier. 90 Passagiere, der hat 87. Was hat der hier für einen Vorteil? Das ist ein Wasserstoffbus. Ne, wir bleiben beim Dennis Enviro 400. Komm. Passt für den Moment. So, wo ist der Kleine? Wo ist der Kleine? Okay, er hat's geschafft, hier rüber zu kommen. Und ich denke, jetzt mit dem Umbau des Bahnhofs dürfte es jetzt hier keine Zwischenfälle mehr geben. Hoffe ich zumindest. Wie schaut's hier aus? Ja, das Problem ist, es ist jetzt ein bisschen... Es kann täuschen.
Weil der Kleine halt immer einen Umweg fährt. Ich möchte jetzt erstmal sehen, wie lange er braucht, wenn er keinen Umweg fährt. So, er geht in die dritte. Jetzt würde ich erwarten, dass er hier reingeht. Nicht wahr? Ja, das tut er. Okay, gut. Hat er geschnallt. Dass das sein schnellster Weg ist. Fantastisch. Also, man muss echt ein bisschen diese Sachen beachten, wenn man die Bahnhöfe baut. So, und jetzt geht er in das Depot. Vielleicht einmal den Fahrplan angucken. Und ich denke mal, in der nächsten Episode machen wir dann... Gucken wir mal ein bisschen, wie wir die... Ob wir irgendwie das optimieren können, dass wir wieder ein bisschen mehr Profit machen. Weil irgendwo haben wir wahrscheinlich üble Staus. Fahrplan 47 Tage. Okay, wir bräuchten gar keinen zweiten Zug. Der kommt in 90 Tagen hier einmal vorbei. Das heißt, das müsste immer beliefert werden. Aber gut, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Ich pausiere das Spiel und ja, ich denke mal, beim nächsten Mal machen wir erstmal eine Optimierungsepisode und dann schauen wir weiter, wie wir hier weitermachen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.